Moin Leute, Heizung, sie schwächelt wieder, hatte jetzt 4 Vorfälle morgens innerhalb von 1,5 Wochen, dass sie morgens keine Flamme hat. Das heißt, die geht ja in so eine Nachtabsenkung, also da macht sie kaum was, hält nur das Ding am Leben und morgens fängt sie dann wieder an. So, und da hat sie nicht gezündet. Also sie wacht nicht auf aus dieser Nachtabsenkung. Und da waren wir heute mit den Hunden Gassi und als ich zurückkomme, sehe ich auf dem Handy entgangener Anruf von unserem Heizungsbeauftragten unseres Vertrauens. Das ist wirklich ein guter Mann. Sowas von begeistert, dass wir den haben. Hätten wir so einen für Wasser, dann wäre ich noch zufriedener. Wenn uns mal hier ein Wasserhahn tropft oder irgendwie wassermäßig was passiert, dann stehen wir am Schlauch. Will ich auch gar nicht sagen. So, der sagt, mein Lieber, ich bestelle mir jetzt diese Woche eine neue Heizung. Der hat eine, die ist auch ungefähr in diesem Alter. Ja? Also die ist noch gar nicht alt, die ist vielleicht, wie alt ist jetzt? 12 Jahre oder 12, 13 Jahre. Ja, ich bestelle mir eine neue. Ich sage sofort, wir auch. Weil wir hatten darüber ja gesprochen. So, sagt er, okay, das wollte ich nur wissen. Ich wollte nur endgültiges Okay haben. Weil am 1. April steigen die Preise schon mal bei denen um 10%. So, und da könnt ihr euch vorstellen, wie das in den nächsten Monaten weitergehen wird. Die Preise werden durch die Decke gehen. So. Lange Rede, kurzer Unsinn, der bestellt uns jetzt noch ein Ding mit. Das legen wir uns dann erstmal hier hin, schön im Karton. Und im Laufe des Sommers, Spätsommers oder was, können wir es dann einbauen. Aber wir haben schon mal wieder 10% gespart. Das nur mal so von der Heizungsfront. Jo, mehr wollte ich euch gleich sagen. Tschüssi.